Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Die Orangen duften hier einfach herrlich und in der heutigen Episode möchte ich einfach auf meine Eindrücke hier in Costa Rica eingehen. So ein kleines Abschlussvideo bzw. Fazit von meiner Reise, weil sich jetzt meine Zeit sich hier langsam dem Ende zuneigt. Und ich muss sagen, viele meinen vielleicht, dass Costa Rica ein Entwicklungsland ist und die Menschen dann doch nicht so intelligent oder klug sind wie in Deutschland oder anderen Industrieländern. Und da muss ich einfach mal sagen, dass wir doch einiges von den Menschen hier, von ihrer Mentalität lernen können. Und die möchte ich einfach jetzt hier in dem Video mit euch teilen. Den ersten Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Hilfsbereitschaft von den Menschen hier in Costa Rica. Und ich bin ziemlich erstaunt, wie das hier groß geschrieben wird. Also zum Beispiel gestern war ich wieder auf dem Wochenmarkt und da habe ich wieder mal ganz schön viel eingekauft. 5 Wassermelonen, eine Honigmelone, ein paar Mangos, eine Papaya, Trinkkokosnüsse. Also ich war ziemlich voll beladen. Und ich muss halt von dem Wochenmarkt, der ist von dem Zentrum, wo ich lebe, circa 1 Kilometer entfernt. Und da bin ich halt immer zu dem Wochenmarkt gelaufen. Und vollgepackt hätte ich dann wieder einen Kilometer zurücklaufen müssen. Und die letzten 3 Wochen sind immer wieder Leute angehalten und haben am Straßenrand sozusagen gewartet und haben mich dann einfach bedingungslos mitgenommen, haben überhaupt kein Geld verlangt, haben einfach gesagt, hey, du hast zu viel zu tragen, komm, ich nehme dich einfach mit ins in die Stadt, ins Zentrum mit. Und da sind auch immer wunderbare Gespräche entstanden, woher ich komme, wie lange ich hier in Costa Rica bin, wie es mir gefällt. Und ich muss wirklich sagen, dass ich sowas wirklich wunderbar finde, dass dann die Leute einfach sagen, hey, du brauchst Hilfe, komm, steig ein, und dann das auch noch ohne Geld oder andere Sachen einfach zu verlangen. In dem einen Video, wo ich meine ersten Eindrücke von Costa Rica euch gestellt habe, habe ich ja auch erzählt, dass ich gewissermaßen Probleme mit der Bank hatte und da mir auch die Leute geholfen haben, meine finanziellen Probleme, dass ich halt an das Geld von meinem Bankkonto rankomme, mir auch geholfen haben. Sie haben mir halt zum Beispiel bei der Übersetzung geholfen, weil mein Spanisch dann doch noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und natürlich haben sie mir auch Tipps und Tricks gegeben, wie ich halt bestmöglich an mein Geld komme, ohne viele Gebühren zu verlangen, Wechselkursschwankungen zu unterlegen und ähnliches. Also da muss ich auch sagen, dass da die Leute auch sehr hilfsbereit gewesen sind und vor allem die Menschen hier in meiner Tai-Chi-Gruppe zum Beispiel. Also die haben mich schon beim ersten Tag aufgenommen, herzlich, liebevoll, mich sozusagen als Teil ihrer jahrelangen Beziehung und Gruppe aufgenommen. Und die haben mir auch zum Beispiel wertvolle Informationen über Costa Rica gegeben. Also zum Beispiel, wie viel Grund hier kostet, wie viel Steuern man hier zu zahlen hat. Sonstige rechtliche Bedingungen haben sie mir auch zum Beispiel Anwälte empfohlen. Wie man zum Beispiel am besten anbaut, die Klimabedingungen und wo man am besten halt seinen Grund und Boden erwerben sollte, damit halt auch die Permakulturanbau optimal verläuft. Und natürlich haben sie mir da auch wieder Anlaufstellen gegeben von Menschen, die hier schon biologisch, organisch beziehungsweise auch nach Prinzipien der Permakultur anbauen. Eine zum Beispiel war ja El Toledos, die Kaffeetour, verlinke ich euch auch gerne in der Infokarte. Dazu habe ich auch ein langes Video gemacht und ganz allgemein muss ich halt auch zu den Menschen hier sagen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel von meinen Träumen hier erzähle, dass ich zum Beispiel eine Gemeinschaft in Costa Rica aufbauen möchte, ein autarkes Leben, Permakultur, einfach in Einklang und Harmonie mit anderen Menschen auch hier etwas aufbauen möchte, dann, wie gesagt, die Leute, die motivieren dich, bauen dich auf und sagen, bleib an deinen Traum dran, dann wird es was, dann wird es super. Einfach dranbleiben. Ich glaube an dich. Super Idee, du bist ein junger
Bursche, das schaffst du schon. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach wunderbar aufbauend und wirklich, wirklich, ja, wirklich herrlich. Der zweite Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist hier in Costa Rica, ist der Familienzusammenhalt, vor allem bei meiner Gastfamilie. Der wird noch ja ganz anders gelebt und auch sehr wertgeschätzt. Zum Beispiel lebt ihr Sohn noch zum Teil bei ihr, obwohl er schon erwachsen ist. Ich glaube schon an 30 Jahre alt ist. Er hat halt auch seine Physiotherapeutpraxis auch direkt am Haus seiner Mutter. Und da hat sie mich halt auch gefragt, als ich ja die ersten Tage bei ihr gewesen bin, also ziemlich am Anfang, ob ich auch noch bei meinen Eltern lebe. Das habe ich natürlich bejaht. Und das hat sie auch ziemlich gut aufgenommen, weil sie es halt sehr wichtig findet, dass eine Familie, ja, dass der Familienzusammenhalt ganz groß geschrieben wird, dass die Kinder ihre Eltern besuchen, noch eigentlich auch bei ihren Eltern leben. Die Großeltern sollten auch natürlich da mit eingebunden werden. Ansicht kann ich einfach nur teilen. Ich finde es einfach schade, dass es in unserer westlichen Gesellschaft üblich ist, dass die Kinder so früh wie möglich das Haus verlassen sollen und auf eigenen Beinen stehen sollen, sei es geschuldet durch Studium oder Arbeit. Aber für mich gehört einfach eine Familie, die Großeltern, die Eltern und die einzelnen Kinder dazu, damit man sich einfach fördert, den Familienzusammenhalt ja gestärkt wird und die Kinder auch von unterschiedlichen Generationen lernen können. Zum Beispiel ist es so, dass ich momentan Russisch lerne und Familie bedeutet auf dem im Russischen Sem ja. Sem bedeutet zum Beispiel sieben und ja ich. Das heißt sieben ich. Und wenn man das jetzt ja ein bisschen weiterdenkt, sind zum Beispiel wird das Kind als eins, also als eins gezählt, die Eltern drei und dann noch die Großeltern hat man sieben. Und ja, das hat schon was, finde ich. Also das hat eine Familie doch aus vielen Familienmitgliedern bestehen sollte, dass man sich halt untereinander aufbauen kann, Emotionen und Gefühle aussprechen kann und da ist auch der, ja, die Manipulation weniger möglich, weil es ist ja heutzutage so, dass die, dass viele Studierende zum Beispiel dann in Städte ziehen, Miete bezahlen müssen und müssen dann mit Nebenstudium noch arbeiten und können sich dann zum Beispiel nicht anderweitig informieren, zum Beispiel Wahrheiten erkennen, Manipulationen erkennen, die sind halt dann sozusagen in diesem Hamsterrad gepresst und wenn sie halt ihr Leben ändern möchten, dann ist es halt zum Teil nicht möglich. Zumal ich es auch ziemlich kritisch finde, dass man Kinder schon so früh wie möglich in Kitas oder in Betreuungen schickt, nur damit halt beide Elternteile erwerbstätig sind und dann sind die Großeltern zum Beispiel auch ganz woanders in einem Heim untergebracht und dann ja, es ist halt auch ein bisschen kritisch, weil man einfach nicht weiß, was den Kindern für Werte, für Inhalte vermittelt wird. Und da geht halt die Erziehung von vorhanden bzw. abhanden. Und in der Zeit, in dem die Kinder noch sehr jung sind, können sie halt sehr stark beeinflusst und geprägt werden. Und da finde ich halt einfach, sollten sie in der Natur und ja bei der Familie aufwachsen, einfach in einem gewohnten Umfeld, in der Gemeinschaft, auch zum Beispiel einfach unter vertrauten Leuten. Abschließend zum Familienzusammenhalt möchte ich einfach noch sagen, dass ich zum Beispiel Weihnachten so erfahren habe, dass es dann doch weniger auf den Konsum angekommen ist, sondern hier mehr auf die Familie. Also man, zum Beispiel meine Gastfamilie hat ein großes Familienfest gemacht und die Geschenke sind halt mehr in den Hintergrund geraten. Also das heißt, dass meine Gastmutter vielleicht ein Geschenk bekommen hat von der ganzen Familie insgesamt. Und das ist halt nicht so wie bei uns, da wo dann die Kinder irgendwie von jeder Familienmitglied ein Geschenk bekommt. Und dann hört man von diesem Familienmitglied nichts mehr. Das wird dann auch wieder nur mit ja, Konsum assoziiert. Das habe ich hier weniger erfahren. Also hier war einfach ja die Zeit mit den Geliebten viel wichtiger als die Gegenstände, die man sich verschenkt hat. Das war, fand ich auch sehr bemerkenswert und das hat mich dann auch schon sehr geprägt. Letzter Punkt, den ich sehr bemerkenswert finde von den Menschen hier, ist einfach die Gelassenheit und Freude. Also man möchte einfach das Leben genießen, das wunderbare paradiesische Wetter hier in Costa Rica, den blauen Himmel, die Natur, die Bäume,
die duftenden und herrlichen Früchte einfach das Leben in vollen Zügen genießen. Das hat die Karriere und das Geld eigentlich Nebensache. Das ist jetzt nicht die oberste Priorität von vielen Leuten. Da hetzt man nicht von einem Termin zum nächsten und möchte einfach so viel Geld wie möglich verdienen. Man hat einfach den Fokus auf künstlerische Aspekte, auf schöpferische Aspekte. Man möchte einfach, ja, etwas schaffen, sage ich mal. Also die Leute sind hier sehr künstlerisch begabt zum Teil. Ich habe hier wunderbare Bilder an Wänden gesehen, die einfach unbeschreiblich sind. Zum Beispiel mein Costa Rica Hut, den ich hier besorgt habe, ist auch handbemalen. Und es ist einfach, ja, beeindruckend, was die Leute für Skulpturen entwerfen, für Malereien einfach herstellen und schöpfen oder zum Beispiel auch musizieren. Also im Park trainiere ich halt zum Beispiel sehr oft am Klettergerüst und gestern habe ich dann auch wieder, ja, mit Freuden die Glaskapelle von Costa Rica hier mit erleben dürfen. Ich finde es einfach super, dass schon so viele junge Leute sich für die Musik interessieren und auch hier öffentlich im Park die Leute auch damit bereichern und mit teilhaben. Abschließend möchte ich einfach nur sagen, dass die Menschen hier natürlich sehr viele, ja, Lebensweisen bzw. eine Mentalität haben, von denen wir viel lernen können. Aber das sind natürlich auch keine Heiligen und die sind auch nicht perfekt. Zum Beispiel im Punkto, ja, natürlichen Kreislauf, Umweltschutz oder Nachhaltigkeit müssen sie auch noch ein bisschen mehr Bewusstsein entwickeln. Also zum Beispiel die ganze Plastikverpackungen bei den Einkäufen oder die Abwasserbehandlung. Das ist in meinen Augen ziemlich verantwortungslos, vor allem wenn ich hier sehe, was die Leute alles hier in die Natur an Restmüll werfen. Das ist nicht sehr vorbildlich, sage ich mal. Und da sage ich einfach mal, dass wir zum Beispiel einfach die deutsche Sorgfalt und Präzision einfach mit dieser Mentalität kombinieren sollten und ja, so einen Weg zur harmonischen Lebensweise meiner Ansicht nach finden können. Das finde ich halt persönlich wichtig und ganz zum Schluss muss ich halt auch sagen, dass ich mich hier in so einem Art dörflicheren Region befinde. In der Großstadt wie zum Beispiel San Jose ist es auch wieder ganz anders und da muss ich halt von meinen Erfahrungen auch ganz deutlich sagen, dass das Dorfleben diese Mentalität halt sehr inne hat. Habe ich jetzt hier in Costa Rica kennengelernt, bei mir im Dorf, wo halt die Leute mich unterstützen bei meiner Permakultur und die alten oder älteren Herren und Damen es sehr wertschätzen, dass ich mich der Natur sehr widme. Und auch meine Eltern kommen ja natürlich aus einem Dorf. Meine Oma lebt auch im Dorf in Russland. Und dort hat man eigentlich auch dieselbe Mentalität. Da achtet man einfach die Menschen, hilft denen bedingungslos und unterstützt sich einfach gegenseitig. Und ja, da sehe ich einfach den Grundkern, beziehungsweise ja, die Lebensweise, die wir eigentlich zurückgehen sollte, wieder zurück zur Menschlichkeit, zurück zur Natur. Kleines, kompaktes Leben in einer Gemeinschaft, in einem Dorf, wo man sich einfach kennt, jeden, wo man sich nicht betrügt, wo man sich einfach gegenseitig unterstützt. Und da finde ich einfach, da sollten wir eigentlich wieder zurückkehren. Dieses Leben sollten wir jetzt auch wieder anstreben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder bei diesem Video eingeschaltet habt, so meine Gedanken und Sichtweisen wieder aufgenommen habt, erfahren habt. Und wie gesagt, würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen. Wie hat euch das Video gefallen? Teilt ihr meine Sichtweisen? Natürlich würde ich auch mich sehr freuen, wenn ihr das, ja, Video liken würdet, meinen Kanal abonniert und auf die Glocke drückt und natürlich auch Freunden, Familien von meinem Projekt, von diesem Kanal erzählt und das auf Social Media Kanälen auch teilt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ja, viel Erfolg auch in der bevorstehenden Woche, weil die Gartensaison beginnt bald und wenn ich zurückkomme, ja, beginnt es auch für mich, die kleinen Samen und die Pflanzen zu hüten, wie kleine
Kinder. In diesem Sinne, habt einfach eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.